Waffen kaputt machen oder nicht. Nicht genug. Ja, natürlich. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Was, wo bin ich? Feldkaserne. Oh, nice. Haben wir auch jetzt mal so einen gelben Hund. Hallo, Hund. Stirb, Hund. Stirb. Boah. Blutbad. Ey, lass das. Boah, die fliegen, ey. Ich habe hier drei Fliegen und die gehen mir so auf den Sack, als wenn das 100 sind. Kackviecher. Insektenspray darf ich ja nicht benutzen. Ich habe ja hier Tiere. Das wäre nicht so fein für die armen Kätzchen. Und sonst hätte ich die schon längst abgeworfen. Sie nicht genug Geisteskraft. Können wir. Oh! Was war das denn gerade, ey? Ach, die explodieren ja, wa? Was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, ich könnte mir eine Fliegenklatsche kaufen, aber. Wann soll ich die denn mal töten, die Fliegen, wenn die auf meinem Bildschirm sind? Ganz sicherlich. Ganz sicherlich nicht. So. Was ist denn heute eigentlich für ein Wochentag? Ich glaube Donnerstag. Ich muss noch ein Ankündigungsvideo machen für den Livestream. Letzte Woche kam ja keiner, da wird es mal langsam wieder Zeit für den Livestream. Haben sich Tod und Verzweiflung breit gemacht. Ja. Irina ist diesem Kampf gewachsen. Wer? Sie fürchtet die Dunkelheit. Wer ist denn Irina? Die macht halt die Verzauberin oder was? Heißt die Irina? Ich bin mir jetzt unsicher. Oh, Fliege, ey, das kitzelt. Das kitzelt doch. Sind hier mitten in der Aufnahmefliege, verpiss dich mal. So, ich hoffe mal, dass YouTube diesmal nichts an mein Diablo-Video auszusetzen hat. Aber vielleicht kommt wieder irgendwas Neues von wegen, dass ich YouTube erst fragen muss, ob ich ein Diablo-Video hochladen darf oder so. Die sind doch bekloppt. Die sind doch bekloppt. Als wenn ich der Erste bin, der ein Diablo-Video hochlädt. Ich verstehe es einfach nicht. Du müsstest das doch eigentlich wissen, dass Blizzard das erlaubt. Wenn ich das sogar weiß. Das verstehe ich nicht. Aber das mit diesem Scheiß geht erst los, seitdem ich über 300 Aufrufe habe. Ab da ging es dann los mit, dass eine Monetarisierungsanfrage nicht bearbeitet werden konnte. Oder hier wie dieser Content-ID-Treffer. Dafür kann YouTube wahrscheinlich nichts. Das ist die Software von denen. Aber die funktioniert dann anscheinend ganz schön komisch, weil ein Video von Blizzard auf eine deutsche Firma getroffen, also zugetroffen hat. Oder wie heißt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Video, die Videosequenz von Diablo 3, wo ich in Akt 3 reinkomme, hat wohl einen Treffer bekommen für eine Firma namens CBS Interactive. Die sitzt, glaube ich, in Köln oder so. Auf jeden Fall sehr seltsam. Die hat sogar irgendwas mit Fernsehen, glaube ich, zu tun. Mit RTL oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehören denen nicht die Rechte für Blizzard-Videos, kann ich mir nicht vorstellen. Oder für die Musik von dem Blizzard-Video. Na, das kann ich mir doch schon vorstellen. Das könnte schon sein. Aber trotzdem. Wenn Blizzard doch sagt, man darf Videos hochladen, dann darf man doch auch den Ton davon hochladen. Das wäre sonst Quatsch. Zu spät. Was? Wir werden alle sterben. Wer redet denn da gerade? Die Brücke von Kausek. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie niemals sehen würde. Tja, jetzt siehst du sie. Halb kaputt. Ich mache immer aus Versehen sofort ein. Eigentlich ist das manchmal Quatsch. Na guck mal, da haben wir sogar einen Wegpunkt. Das ist doch nett.
Ich habe nicht genug Geistes. Die Dinger hier explodieren. Ah, kommt mal hierher. Hey! Nein, weg da! Oh, was? Ah, da, guck mal. Ah, hallo. Nein, geh nochmal schnell. Jetzt hat es sich gelohnt, die Eier zu holen. Das mal wieder aufzuwerfen. Hey. Das macht man nicht. Man zeigt nicht mit seiner Tentakel auf andere Menschen. Abarsch. Er stirbt sogar das Bollwerk schnell. Boah, die fliegen, ey. Ich will nicht mehr. Nicht genug Geisteskraft. Nicht genug Geisteskraft. Alter, was geht denn hier? Das ist ja jetzt euch nicht richtig hier. Sterbt mal. Genau. Nimm dein dreckige Tentakel weg von mir. Ah, keine Geisteskraft. Ey. Sag mal. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Oh, guck mal, das ist wieder ein Eingang. Da werden wir gleich mal gucken gehen, was da drin ist. So. Oh, was? Eisschlaghöhlen? Oh. Was ist denn? Froschviecher oder was das ist? Ich nenne die mal Froschviecher, die sehen so aus wie Frösche. Bestimmt kalt hier drin. Oh, boah, da wird mir richtig kalt gleich automatisch mit. Ekelhaft. Oh. Kennen wir doch noch. Schon eine ganze Weile her, dass wir die das letzte Mal gesehen haben. Das finde ich aber auch gut bei Diablo, die Gegnervielfalt. Manche Gegner können zwar immer dasselbe, aber es gibt halt so viele verschiedene Gegner. Der Kampf ist vorüber. Hier, die Dicken, die explodieren, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, schön, mit Lava und allem. Sehr gut. LOL! Mal bitte abhauen. Das finde ich jetzt nicht so schön hier. Oh, hätte ich da drin gestanden, wäre ich bestimmt gestorben. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Vieh? Die Körper von denen. Ja, die Weg. So. Eine ganz schön verwinkelte Höhle hier. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe nicht. Ja, es war aus Versehen, das wollte ich noch gar nicht. Wenn ich da zweimal raufdrücken würde, ey. Dann sagst du, du hast nicht genug Geisteskraft. Kampfgeruch schwängert die Luft. Dies ist der richtige Ort für uns. Mhm. Viele tapfere Männer kämpfen. Das sagt er jetzt, wo alle tot sind, weißt du? Die Gefallenen werden nicht umsonst ihr Leben gegeben haben. Kampfgeruch schwängert die Luft. Da ist gar kein Gegner mehr da. Alles weg. Manchmal ist er schon komisch, der Templer.
So, hier unten ist auch noch ein Weg. Da gehe ich dann natürlich mal entlang. Boah, wieso gehen die Fliegen immer auf meinen Kopf? Ich bin noch frisch gewaschen. Also ist das das Problem? Ich darf mich nicht waschen. Komm, ach, guck mal. Ein gelbes Item. Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Ach, schön, für Zauberer. Boah, mein Inventar ist ja schon wieder voll. Ich könnte mal langsam gucken, wieder, ob ich was Cooles anziehen kann, wa, von dem Zeugs. Hier ist ein Schild. Was hat denn der Templer so? 205, guck mal. Ist doch besser. Ausgezeichnet. Ja. So, hier haben wir noch einen Ring. Nee, Stärke ist jetzt nicht so. Nee. Oh, guck mal. Oh. 84. Guck mal, jetzt ziehen wir doch mal an. Hübsch. 46. Nee. Na, ist klar. 22. 20. 77 mit leeren Sockel. Ah, das, was ich jetzt anhab, hat jetzt keine guten Statuswerte. Oder besonderen. Dann können wir den ja mal nehmen. So. Alles klärchen. Haben wir das auch mal gemacht? Ah. Petzack. Ah, der. Komm, fliegen. Der ist ja, ganz eklig von innen. Stopp. Ein Heiltrank. Gut, Heiltränke sind jetzt nicht so wichtig. Der Templer heilt sich schon ganz gut. Ah, ist schon tot. Ah, hier geht's weiter. Okay, Ebene 2. Oh, dann werde ich gleich mal anklicken, das Video mache ich für den Livestream. Habe ich auch voll Bock drauf. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug Zeit. Jetzt teile ich ja das mit den... Oh, meinen Aufnahmen besser. Ich denke mal, was passiert. Die Eulen fliegen. Also das war letzte Woche ein bisschen blöd, ey. Da hatte ich schon kurz Angst, dass ich einen Tag von irgendeinem Spiel keine Aufnahme habe. Das soll nie wieder passieren. Kann mal was Interessantes passieren hier? Ich bin jetzt schon im, gleich im dritten Part und es ist noch nichts Gutes passiert. Na gut, den ersten Part haben wir fast damit verbracht, nur Items herzustellen und anzuglotzen. Aber hier das mit den Höhen gehört dazu, das gibt EP, vielleicht kriegt man sogar irgendwann noch Erfolg. Wäre doch mal nice. Nicht genug Geisteskraft. Ja komm, jetzt aber. Meine Schritte werden. Ah, guck mal, Stufe 27. Danke, das gibt EP. Und das macht dann später natürlich das Leveln bzw. das Weiterspielen einfacher. Was ist das? Wie ich jedes Mal gelbe Items kriege und das ist nichts für mich dabei. Nichts für mich dabei. Ach, guck mal, da sind wir schon am Ende der Höhle. Können wir mal rausgehen, oder? Es reicht ja auch mit der Höhle. So. Jetzt wird der Onkel Neo, wie sich mal schnell eine Zigarette anzünden. Ach, guck mal, das ist schon das nächste Ding. Oh oh. Schnell, Templer, beschütz mich! Bevor der einen tot hat, ist, glaube ich, Pfingsten. Pfingsten und Weihnachten zusammen. Oh, das war ein sehr guter Treffer, würde ich mal sagen. Vor allem, ich mache das Ding hin und... Achso, ich wurde gefiert. Ich wollte gerade sagen, ich mache das Ding hin und laufe erstmal gleich raus, oder was? Hallo, mach mal bitte. Ja, genau das.